Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Traincards Tutorial Folge. Heute stelle ich euch das Enter-Schild vor und ja, ich fange einfach mal an, wie das ganze Ding aufgebaut ist. In die erste Zeile schreibt ihr wie immer das Train oder Card. Dabei ist es egal welches oder ist es nicht egal welches der beiden ihr schreibt. Denn das Train bezieht sich wie immer auf den ganzen Zug und das Card eben nur auf das jeweilige Card. Ihr könnt das Ganze mit Ausrufezeichen, Plus oder Leerstelle schreiben und das habe ich ja in einem anderen Video erklärt. Also hier zeige ich es euch mal. Wenn ihr zum Beispiel das Train als Variable, also als Vorvariable habt, dann steigt man zufällig in eins der Cards von diesem Zug ein. Da oben sind jetzt 5 Cards, ich drücke auf den Knopf und komme im 4. Card raus. So, ich drücke nochmal und komme im 3. Card raus. Ich drücke nochmal, komm wieder im 4. Card raus, kann jetzt nochmal drücken, komm im 5. Card raus. Also das ist ganz zufällig. Dann hier bei dem Card-Befehl, also bei der Card-Vorsilbe, bei der Card-Variable, wie auch immer, da kommt ihr im dementsprechenden rüberliegenden Card raus. Wenn man auf den hier drückt, kommt man im Card ganz vorne raus, also Card 1. Den hier ist mittlere Card. Den hier ist dritte Card und ich kann nochmal den machen, ich kann nochmal den machen, also das hier bezieht sich wie immer bei der Card-Vorsilbe auf das rüberliegende Card. So, habt ihr glaube ich verstanden. Dann in die zweite Zeile kommt natürlich das Enter, also der Befehl Enter und dann schreibt ihr danach einen Radius, also ihr lasst eine Leerstelle und schreibt dann einen Radius. Das geht glaube ich bis 5, das lässt sich einstellen in den Properties und dann könnt ihr noch ein S dahinter schreiben oder nicht. Wenn ihr kein S dahinter schreibt, dann wird das Ganze zylindrisch abgerufen. Wenn ihr ein S dahinter schreibt, dann wird das Ganze sphärisch, also in einem Kreis abgerufen. So, nehmen wir an, ihr habt jetzt das Schild hier stehen, schreibt da eine 3 dahinter. Dann habt ihr den Radius 3. Das Ganze hier geht jetzt von dem Schild aus. Also 1, 2, 3 Blöcke. Und um das Schild rum immer 3 Blöcke. Wie das hier an den Ecken ist, weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls geht es kreisförmig um das Schild. Und da kein S dahinter ist, ist das Ganze zylindrisch. Also so wie hier. Mit Höhe 1. Wenn ihr das Ganze jetzt, wie hier drüben. Wenn ihr ein S dahinter schreibt. Das erkennt man jetzt ein bisschen schlecht wegen meinem Texture Pack. Wenn ihr ein S dahinter schreibt, dann geht das Ganze kreisförmig um das Schild. Also in dem ganzen Glas, in der Glaskugel hier, egal wo man da stehen würde und ein Kart dann oder ein Kart drüber fahren würde, man würde eingesammelt werden. So, dann machen wir mit der dritten Zeile weiter. In die dritte Zeile könnt ihr die Arten reinschreiben, die eingesammelt werden sollen. Es gibt zwei Arten, einmal Players und Mobs. Wenn ihr Players reinschreibt, sammelt es logischerweise Spieler ein. Wenn ihr Mobs reinschreibt, sammelt es alle, also alle NPCs und Mobs halt ein. Und wenn ihr die Zeile leer lasst, dann sammelt es auch nur Spieler ein. Ihr könnt auch beides reinschreiben, so wie hier. Dann würde es theoretisch beides einsammeln. Ich teste es jetzt mal. Hier ist einfach ein Spawn-Schild. Das spawnt. Wer hat denn hier was? Was? Moment. Moment mal. Das war jetzt gerade ein bisschen buggy, weil ihr merkt, ich bin ins Chest-Card eingestiegen. Und das kann ja in der Regel eigentlich nicht sein. Ich schreibe das mal schnell um. Spawn 20 Minecart. Spawn ist ein ganz normales Card. Und ihr seht, es passiert nichts, weil ich nicht im Umkreis von einem Schild stand. Und jetzt bin ich eingestiegen. So, wenn ihr Mobs drauf schreibt, das haben wir da unten auch. Das können wir mal testen, aber es würde nicht funktionieren, weil das muss man erst in den Properties einstellen. Und bei uns ist es in den Properties nicht eingestellt, dass Mobs in Cards einsteigen können. Deshalb geht das Ganze nicht. Aber wenn ihr es einstellt, dann funktioniert auch das. So, jetzt kommen wir zur vierten und letzten Zeile. Die bestimmt nämlich, ob die Abfrage um Schild
oder ums Card erfolgen soll. Wenn ihr in die letzte Zeile Yes oder True eintragt, dann erfolgt die Abfrage ums Schild herum. Also so wie hier, da ist unten Yes eingetragen, die Abfrage funktioniert hier in dem Kreis, also ums Schild herum. Hier bei der Sphäre genauso, ist ein Yes drin. Und dasselbe ist mit True. So, wenn ihr No oder False eintragt oder das Ganze einfach leer lasst, also nicht leer eintragen, sondern einfach gar nichts reinschreibt in die vierte Zeile, dann erfolgt die Abfrage um jedes Card. Dabei ist es egal, ob ihr Train oder Card habt, es folgt um jedes Card. Das ist dann so wie hier oben. Da steht No drin. Und die Abfrage erfolgt hier um das Card herum. Hier steht auch No drin und die Abfrage erfolgt in dieser ganzen Kugel mit Radius 3. Wenn man hier jetzt eintragen würde, dass die Abfrage um jedes Card herum erfolgen soll, dann wäre um jedes Card einfach so ein 3x3 Kreis. Also wenn hier hinten einer steht und da vorne das Schild gedrückt wird, wird der trotzdem in das Card logischerweise eingesogen. Oder vielleicht auch in das Card. Das ist zufällig. So, ich hoffe wie immer, ihr habt alles verstanden. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie immer in die Kommentare. Ich verlinke euch das Forum, wo ich all meine Quellen eigentlich raushol. Es gibt zu dem Ganzen auch noch eine Remote-Steuerung. Aber die Remote-Steuerung, die ist etwas komplizierter und deshalb werde ich die mal in einem anderen Video erklären. Und in den Videos hier jetzt erstmal mache ich nur so die Basics. So, ich bedanke mich wie immer, verabschiede mich von dieser Folge und dann bis zur nächsten Traincards-Folge. Bis dahin, ciao, ciao! Ja, hier kommt noch ein kleiner Nachtrag zu dem Enter-Video. Und zwar, bei dem Enter ist es so. Also im Forum, im Traincards Wiki steht so, dass man, wenn man auf das Card, also hier, ich nehme mal ein ganz normales Card, wenn man da die Property, also via Property Schild verbietet, dass Spieler einsteigen können, das ist hier der Fall, ich kann da rechtsklicken, wie ich will, und wenn man dann das Card über so ein Enter-Schild fahren lässt, dass das Enter-Schild da drüber steht. Also der Spieler steigt dann trotzdem ein, allerdings ungewollt. Er kann nicht selber einsteigen, aber über das Enter-Schild steigt er trotzdem ein. Bei uns funktioniert das jetzt allerdings nicht. Ich weiß nicht, warum es so ist, ob es an der aktuellen Traincards-Version irgendwie liegt. Jedenfalls, ich zeige es nochmal, das Enter-Schild funktioniert. Ich steige da im Normalfall ein. Aussteigen kann ich auch, nur sobald es halt hier über dieses Property-Dinger gefahren ist, kann ich nicht mehr von selbst einsteigen. Das kann an unserer Traincards-Version liegen, das kann an der aktuellen Traincards-Version liegen, ich weiß es nicht. Jedenfalls im Forum steht so, dass man im Normalfall, wenn auch das Card jetzt hier drüber fahren würde und dann da drüber, dass man da im Normalfall einsteigen würde. Ja, das war es auch zu diesem Nachtrag.